Und es geht weiter mit wenig Spellstone. Erstmal tut es mir leid, dass der ein oder andere warten musste auf eine Gildeneinladung. Das werde ich heute alles nachholen. Ich habe mir jetzt meinen Nickname gesichert. Spieletrend. Congregate. Da muss man dieses Konto hier einfach, da klickt man auf das K und dann muss man sein Congregate-Konto verknüpfen. Ich habe schon länger her mal, da habe ich Realm of the Mad Gods und andere Games gezockt von Congregate, glaube ich, oder war das Kabam? Ich verwechsel die immer. Und heißt jetzt Spieletrend und komme nun endlich dazu, Leute einzuladen. Vielleicht hätte ich, Moment, bearbeiten, hätte ich einstellen sollen, offen, aber nö, egal. Ich gebe jetzt hier die ganzen Namen ein aus den Kommentaren und jetzt geht's wieder täglich weiter mit Spellstone. Okay, Leute, das ist gerade echt seltsam. Platingold ist der dritte Name, den ich eingegeben habe und erst bei dem funktioniert. Ich habe alle anderen, ich werde das kurz dann zeigen. Den lade ich mal ein. So, der hat jetzt eine Einladung. Und hier steht Send Invites, also die gesendeten Vergangenheitsform Einladungen. Was auch immer das hier ist, vielleicht liegt es daran, ist das ein Fehler? Vor 17.000 Tagen, ich habe nämlich jemanden, der nennt sich Lorestra oder L-O-R-3-Stra. Und da mache ich jetzt mal Suche. So, nach Namen suchen und dann findet er ihn nicht und ich bin mir sicher, dass ich mich nicht vertippt habe. Keine. Vielleicht ist er mittlerweile in der Gilde. Ach so, das kann auch sein. Das wäre möglich, ansonsten bin ich zu unfähig. Irgendwie, keine Ahnung. What? Das gibt's nicht. Mike Asiate wollte rein. Suche. Dann, lädt. Keine. Alter Schwede, das war jetzt eine epische Mission. 37 Minuten nehme ich bereits auf, das Video geht aber wahrscheinlich, keine Ahnung, 3 Minuten, wenn es hochkommt. Das war der letzte, ich habe sogar die Player eingegeben und ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Anscheinend kann ich nicht einladen oder ich finde die Leute nicht, wenn sie schon in einer Gilde sind. Es tut mir echt leid, ich weiß, 2 Tage kein Video dazu, aber jetzt war Silvester, Neujahr und so. Hier sind die Namen, die ich eingeladen habe. Checkt eure Einladungen, würde mich sehr freuen, wenn ihr annehmen könntet. Und ansonsten, ein paar haben gemeint, yo, du kannst ja auch einfach hier die Bewerbung öffnen. Aber, Moment mal, offen. Die Sache ist, und das wusste ich nicht, ich trage hier mal was Deutsches ein. Hallöchen. So, willkommen an alle und viel Spaß in Spellstone. Man kann anscheinend, und das wusste ich nicht, weil ich selbst nie getestet habe, keine Gilden suchen. Wenn ich noch in keiner Gilde bin, dann kann ich nur einer zufälligen beitreten, die mir irgendwie vorgeschlagen wird. Kann das sein? Das ist ja richtig seltsam. Das wäre krass. Und ich finde auch nicht, um ehrlich zu sein. So, dieser David und der Nils S125, die sind aktuell schon am Start. Und dadurch sollten wir, bekommen wir dann einen Bonus. Muss mal schauen, wie das dann funktioniert, wenn wir mehr Leute sind. Auf jeden Fall kann ich dann anscheinend kämpfen gegen die, die online sind. Das heißt, ich werde in Zukunft ein paar Community Battles machen. Darauf freue ich mich schon. Befördern irgendjemanden werde ich dann auch zum Offizier nennen, der da die Leute einladen kann. 2 Kommentare will ich kurz einblenden, wer nicht in diese Gilde reingekommen ist und trotzdem in eine Spieletrend-Gilde rein möchte. Es gibt anscheinend 2 Leute, die eine Gilde gegründet haben, nämlich Spieletrend-Viewer, ohne dem E beim letzten Viewer, und Spieletrend-Fan oder Fans. So, bist du wirklich der Echte? Na klar, ihr habt doch den Gildennamen im Video gesehen. Hier kann ich chatten. Okay, also, damit wäre das mit der Gilde auch mal erledigt. Den Namen habe ich, wie gesagt, von dem Video, wo ich die Gilde gegründet habe. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt in Zukunft so mache. Moment, wie viele waren denn das? Bearbeiten, waren das schon 50 Einladungen? Es kommt mir auf jeden Fall viel vor. 40 waren es definitiv. Das heißt, wenn jeder annimmt, ist es schon mal voll. Wie gesagt, 2 weitere Gilden gibt es. Und mal schauen, da werden ja bestimmt immer mal wieder Plätze frei werden. Und ich würde jedem raten, der Player hast du nicht gesehen, heißt, ich habe das zwar auch eingegeben, aber hier den Namen, irgendeinen speziellen Nicknamen holen. Genau, damit wäre das erledigt und ich kann bei die Stadt Luminis, Stadt des Lichts, weitermachen. Ach, das ist schön, die perfekte Kombination, der Lavafrosch und danach der Windfrosch direkt ist, oder noch einen Lavafrosch? Moment, der hat 2 Ruhe. Ach, ich nehme den Windfrosch, also. Was wollte ich sagen? Irgendetwas wollte ich noch zu der Gilde sagen. Finde ich echt genial, dass man da Leute aus der Gilde angreifen kann, aber ich bin gespannt, ob man da eine Belohnung bekommt, denn ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird, weil sonst könnte man ja seine Freunde einfach irgendwie abfarmen und sagen, hey, lass mich gegen dich kämpfen, ich will mit Absicht verlieren oder ich lasse dich gewinnen so und dann, sorry, mal 3 habe ich ihm eingestellt, wenn ich nicht aufnehme, dann verliere ich mit Absicht und du bekommst die fette Beute.
Mal schauen, das muss auch keine ewige Lösung sein, diese Gilde, sondern manche können das nutzen, um jetzt mal Freunde kennenzulernen und so. Und dann, wenn sie sagen, ich bin jetzt aber richtig gut in der Gilde, da sind ein paar Schwächere dabei, klar, dann kann man rausgehen. Ich werde niemandem ein Ohr abbeißen oder so, wie es manche Fußballspieler tun oder getan haben. Audienz, hier geht es weiter. Wie kannst du es wagen, unsere heilige Star... Ah, Juriel, oh, wer ist denn das? Was hat das zu bedeuten? Gut, wie geht's dann los? Mit dem Runenpanther würde ich sagen, obwohl ich Durchbohren 3 gar nicht... Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so... Hört sich heftiger an, als es ist. Denn... da müsste ein Gegner jetzt Panzerung 3 haben, sodass sich das so richtig lohnt. Aber egal, mit dem Seelenflüsterer ermächtigen hat der dann vielleicht 4 Schaden und der Lavafrosch ist da. Leider der Schwächere von beiden. Aber macht ja nichts. Ey, du Egoist, warum stärkst du dich und nicht den anderen? So, zweiter Lavafrosch ebenfalls am Start. Das ist aber krass. Ich habe 15 Karten und bekomme gerade in diesen 2 Runden immer die guten. Und der hat so eine große Verzögerung, dass aufgrund meines Schadens da schon mal einiges passiert. Dann habe ich so ein bisschen recherchiert und einige Leute haben mir auch weitergeholfen. Diese Buffs, das sind Events, die anscheinend für alle Leute zählen. Das heißt, das hat jeder, nicht nur ich. Deshalb ist es gerade sehr gut, dass ich so viele Frösche im Repertoire habe. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Windsturm Elementar, obwohl der hat einen doofen Effekt als letzte Karte, wenn den sowieso niemand angreift. Aber egal. Das sollte ja sowieso nicht allzu knifflig werden, hier dieser Kampf. Und meine Frösche strecken ihre Zunge aus mit einem epischen Sieg. Blindes Auge, aber die Kämpfe kosten jetzt schon 3 Energie. Da muss man aufpassen. Okay, das sind jetzt mal, jetzt habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, 3 schlechte Anfangskarten, würde ich sagen. Ich nehme Hornracken in der Hoffnung. Mit Schwächen kann ich seinen Schaden dann auf 1 reduzieren und meinen... Oder doch, Windsturm Elementar. Ich wollte den Seelenflüsterer nehmen, um mich zu verstehen. Hä? Warum? Ach so, ich bin doof. Wow, 21 Lebenspunkte hatte schon. Ich wollte gerade sagen, warum wurde sein Schaden nicht geschwächt. Aber das passt... Genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall Anglerfisch vergiften. Ja, 3 Runden. Warum nicht? Mal ausprobieren. Bei dem muss ich mich in Acht nehmen. Der zum Beispiel Schild Ether 1 und wenn dann noch der Held irgendwie Schild zaubern kann, dann ist Durchbohren 3 bestimmt nicht schlecht. Aber ja, dann müsste eben hier, wenn man vom Teufel spricht, dann müsste eben genau gegenüber so eine Karte liegen. Und ich weiß nicht, Durchbohren finde ich eigentlich am unsinnigsten aktuell. Wird bestimmt, oh, Werwag ist hier, wird bestimmt auch seine guten Einsatzmöglichkeiten haben, jedoch... Habe ich die persönlich aktuell noch nicht gefunden. So, habe ich einen Frosch? Nö, noch kein einziger Frosch. Dann ist der Windfrosch eher unnötig. Ich versuche es mit dem Flammengeist. Mit Blitz vielleicht ein bisschen Schaden so auf andere. Aber die haben jetzt ziemlich viele Lebenspunkte alle, muss man sagen. Von Haus aus. So, jetzt ein Lavafrosch wäre nicht so schlecht. Windkobold, Schwächen 1. Aber 3 Runden. Aber der Effekt ist so unnötig. Heieiei, das ist gerade echt... vielleicht doch den Windkobold. Komm schon, ich habe 2 Lavafrösche. Und schon so viele Karten liegen darum. Da muss ja mal einer dabei sein. Jetzt bitte ziehen einen Lavafrosch. Ansonsten sieht es zappenduster aus. Ja, da ist er. Der Schwächere von beiden. Und danach kommt der Windfrosch. Jetzt müssen da mal Karten sterben. Komm schon, die zweite da noch. Das war's schon vom Schaden von mir. Jetzt den Windfrosch, um den Lavafrosch ein bisschen zu pushen. Okay, jetzt geht's aber mal los. Jetzt geht's aber mal los. Das wird ein spannendes Ding, muss ich sagen. Das wird definitiv... Ach, Waldgolem. Hab mich anders entschieden. Das wird definitiv ein spannendes Ding. Das war wichtig, dass diese eine Karte gestorben ist. Ja, der wollte jetzt schlecken. Doch, der falsche Karte. Doch, der Gegner hatte hier Panzerung 1. Und da habe ich nicht mal Schaden verursacht. Da wäre Durchbohren... nicht so schlecht gewesen. Jetzt kommt der Frosch aber zum Einsatz. So viel Staub habe ich für diese Karte ausgegeben. Da muss ich sie auch spielen. Ja, gib mir ein Blatt und ich wende es. Dieses Blatt konnte ich erfolgreich wenden. Das ist gut. Kann man eigentlich, darauf habe ich noch nicht geachtet, ich hoffe, das ist nicht so, kann man eine Karte noch weiter schwächen, wenn sie schon 0 Schaden hat? So, dass das Spiel sagt, okay, zufällig wurdest du erwählt. Versteht man, was ich meine? Egal. Ich sollte einfach ruhig sein.
und der Endboss. Diesmal nur 2 Energie? Wonach richtet sich das denn? Ich habe genug gehört. Der Äther hat dafür keine Zeit, Uriel. Verbannt diese Fremden. Was? Was haben wir getan? So, ich versuche es nochmal zu erklären, was ich meinte. Diese Karte hat jetzt 2 Schaden. Sagen wir mal, ich habe insgesamt 3-mal Schwächen. Schwächen 1, Schwächen 2. Dann hat diese Karte 0 Schaden. Und könnte, wenn ich Pech habe, der Schwächeneffekt nochmal auf die Karte mit 0 Schaden angewandt werden. Obwohl hier noch eine Karte liegt, zum Beispiel, die man schwächen könnte. Das ist die Sache. Die Frage, die ich mir gerade stelle. Wird man vielleicht noch demnächst herausfinden. Aber allzu viele Schwächenkarten habe ich noch nicht im Repertoire. Mal schauen. Okay, der Tor mit dem Hammer muss schleunigst sterben, würde ich sagen. Ist doof, dass da so eine schwache Karte gegenüber liegt. Ey, diese Panzerung nervt aber. Ich hoffe, das zählt nicht für die Vergiftung. Moment, nein, für die Vergiftung zählt sie nicht. Sehr schön. Da kann man auf jeden Fall Schaden verursachen. Und das ist gut so. Jetzt bitteschön Lavafrosch Nummer 2. Komm schon. Flammengeist ist auch in Ordnung mit Blitz. Auf einen zufälligen Gegner. Das ist fein. Erster Down. Der hat noch... Boah, der hat 4 Runden. Engelsraufer, genau. Den habe ich rausgenommen aus meinem Deck, denn... Ich weiß nicht. 4 Runden und dann nur Vergeltung 1. Den müsste man... Hey, die kenne ich noch nicht, diese Karte. Archivhüter. Panzerung 1. Selten. Na gut. Die Heilerin, warum nicht? Los geht's. Macht mal schneller hier. Ich kann überspringen. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hier nochmal. Und... Überspringen. Hornracken. Ey, wie viel hat der noch? Ich greife doch da die ganze Zeit schon den Kollegen an, den Weihnachtsmann. Uriel. Aber der hat zu viele Lebenspunkte. 21 oder 23 hatte der am Anfang. Ist ja verrückt. Jetzt aber überspringen und Sieg. Dankeschön. Und es gibt den Windkobold als Karte. Na gut, kann man ja einschmelzen oder so. Held der Vorherrschaft. Schließe die Kampagne die Stadt Luminis ab. Was gibt's denn da Feines? 50 Gold? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Jetzt will ich mir nur kurz bei meinem Deck ansehen, wie ich die neu gewonnene Karte... So, wonach sind die sortiert? Windkobold. Was bekommt die dazu? 2 Lebenspunkte. Das ist eigentlich eine Menge und dann hätte ich noch eine Karte und dann... Naja, aber... Ich weiß nicht... Da würde ich lieber meinen Lavafrosch endlich noch stärker machen. Aber dann muss ich meinen anderen verbraten und das will ich ja auch nicht. Obwohl, das kann ich tun. Jetzt, wo die Verhexen bekommt der, der hat auch Verhexen, aber 2. Jetzt, wo die Frösche so stark sind, doch, das mache ich. Und das habe ich getan. Sauber. 15 ist allerdings schon ziemlich teuer, da will ich dann noch warten. Was bekommt der nochmal dazu? Panzerung 2. Aber 4 Runden Verzögerung. Auf der anderen Seite ist Panzerung 2 ziemlich krass. Wenn jemand 3 Schaden hat, dann verursacht er immer nur 2 Schaden und würde 9 Runden benötigen. Ich mach's jetzt. So, rüste 20 Mal Karten auf. Gibt sogar noch ein kleines Achievement mit 20 Staub als Belohnung. Dankeschön. Und jetzt durchbohren 3 und 5 Schaden. Boah, Staub ist eigentlich viel zu krass. Muss man echt sagen, also mit Staub kann man ziemlich viel anstellen. Ich habe dann hier noch weitergemacht, bin zum Beispiel bei Kampagne 1 in der nächsten Zone bei dem letzten Gegner. Jagdbeute mache ich mal. Oh Mann, das ist ja kein guter Start. Ich spiele trotzdem den Panther für ein paar Lebenspunkte. Heieiei, Himmelsritter, krass. Die ist schon ordentlich, hat Panzerung 1 und dann noch die Panzerung von ihr. Schild. Uiuiuiui, das wird jetzt interessant. Ja, der starke Lavafrosch, das ist gut. Jetzt noch der Windfrosch, bitteschön. Hornracken oder die Magierin zur Heilung. Ist echt krass, was die da schon für Geschütze auffahren. Das ist nicht von schlechten Älteren. Älterung, wollte ich sagen. Da ist es sogar echt gut, dass der durchbohren hat, weil da komme ich durch diesen gesamten Schild durch. Vielleicht schwächen und dann hoffen. Oh, was hat denn der? Das ist sozusagen meine Karte nur in 1000-fach besser. Hey, die haben ja schon die krassesten Upgrades. Erstarren jede 5. Oh mein Gott, alle 5 Runden. Der kann sozusagen alle 5 Runden eine Karte von mir für eine Runde lang killen. Das ist ja heftig.
Jetzt muss es schnell gehen. Boah, ich bin froh, dass ich diese zwei Karten schon so schnell bezwingen konnte. Hornraken, ja, die haben echt viel Schaden. Ich muss da noch ein bisschen schwächen. So, 3 Schaden, 3, 3. Ach, der Hornraken war noch nicht ready, oder wie? Doch, müsste ready gewesen sein. Hat denn niemanden geschwächt, oder was war da los? Ach so, erstarren hier schon wieder. Hoi, 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 hoi. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so schlau, wenn man so viele Karten mit so einer großen Verzögerung hat, oder? Wie man hier sehen kann. Denn ich schaffe es hier schon, einige zu bezwingen, bevor sie zum Zug kommen können. Der hat gar nichts. Hier Vergeltung, der wird allerdings nicht angegriffen. Und hier vergiften. Ja, vergiften kann man mal machen. So. Diese Karte ist auch erledigt. Ich verstehe das teilweise nicht, muss ich echt sagen. Denn wenn ich mir so die Qualität der Karten ansehe, dann sind das, mit Ausnahme jetzt dieser letzten Karte, durch die Bank bessere Karten als meine, wenn man das so sieht, von den Upgrades her. Aber hey, gewonnen. Und wieder eine Karte bekommen. Canisteros mit Durchbohren 1. Moment mal. Deck bearbeiten. Durchbohren 1. 3 Schaden, 2 Schaden. Da muss man drauf achten. Die habe ich gar nicht mehr drin. Die habe ich gar nicht mehr drin, denn wenn man das vergleicht, Runenpanther mit dieser Karte ist in jeder Hinsicht besser, trotz gleicher Verzögerung, von daher. Na gut, dann würde ich mal sagen, war's das mit dieser Folge. Freut mich, dass hier schon einige Leute angenommen haben. Wie gesagt, ich wusste es nicht, dass man die Gilde nicht suchen kann. Das ist echt ein bisschen dumm gelaufen und alle, die ich nicht einladen konnte, die sind anscheinend schon in der Gilde, macht aber nichts. Bin gespannt, wenn da noch nicht die ganze Gilde voll ist. Danach, nach diesen Annahmen, werde ich mal wieder so eine kleine Einladewelle machen. Für jetzt soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.